In diesem kurzen Video möchte ich die Bibliography of Linguistic Literature vorstellen, eine Literaturdatenbank, die ich allen Studierenden der Linguistik gerne empfehlen möchte. Diese Bibliografie ist im Uninetz vollumfänglich nutzbar. Man erreicht sie ganz einfach hier über diese URL und man landet dann auf dieser Startseite und kann dann hier direkt seinen Suchbegriff eingeben. Ich gebe gerade ein Seminar zum Thema Wissenschaftskommunikation, interessiere mich jetzt für Populärwissenschaft. Suche mal danach und der findet jetzt hier schon jede Menge Treffer. Ich empfehle jetzt als allererstes zunächst mal, sich den ersten Treffer aufzurufen, um sich die Klassifikationen anzuschauen. Denn das ist das Besondere bei dieser Bibliografie, dass hier jeder einzelne Text in das sehr ausgeklügelte Klassifikationssystem einsortiert wird und wir kriegen so überhaupt erstmal einen Eindruck, welche Schubladen es sozusagen überhaupt gibt. Und wir sehen, dass das hier ist das Entscheidende. Es geht hier um die Textsorte populärwissenschaftlicher Text. Wir können jetzt also hier drauf, das ist auch noch interessant, wir sehen hier unten fachexterne Kommunikation, Expertenlaienkommunikation. Das führt auch alles hierhin. Wir können jetzt hier mal draufklicken, populärwissenschaftlicher Text, sehen jetzt 384 Titel. Wir sehen aber auch, dass da viel dabei ist, womit wir vielleicht nicht unbedingt was anfangen können. Ich zum Beispiel kann kein Russisch, mein Französisch ist auch nicht wirklich gut, deswegen können wir das noch weiter eingrenzen. Wir können hier auf Suchanfrage klicken und können jetzt hier zum Beispiel mal die Sprache Deutsch einstellen. Wir nehmen gleich 25 Treffer, dass wir mehr auf einer Seite haben. Suchen mal. Und jetzt haben wir hier also 128 Titel, die sich mit populärwissenschaftlichen Texten beschäftigen und in deutscher Sprache verfasst sind. Und das Schöne bei dieser Datenbank ist, dass es verlinkt ist mit den E-Book-Angeboten der Bibliothek meiner Universität. Überall, wo wir hier so eine Ampel haben, sehen wir, dass überhaupt PDFs im Netz verfügbar sind und wenn die Ampel gelb oder grün ist, dann habe ich auch über meine Bibliothek die Lizenz und den Vollzugriff auf den Text. Das hier ist doch interessant von Niemann, Schrögel und Hauser, Präsentationsformen der externen Wissenschaftskommunikation in der Zeitschrift für angewandte Linguistik. Klicke ich mal hier drauf und kann mich jetzt erstmal hier orientieren. Das ist die volle bibliografische Angabe. Und kann mich dann hier über diesen Link direkt zum Angebot durchklicken, zur Zeitschriften-Homepage. Heft Nummer 67 können wir uns gleich merken. Das brauchen wir gleich nochmal. So, und die De Gruyter-Homepage ist, wie wir alle wissen, langsam. Weil wir können dann hier die einzelnen Hefte aufrufen. Band 67 haben wir uns gemerkt. Und hier ist der Text. Klicken wir mal drauf. Hier können wir uns das PDF runterladen. Wir können auch gleich hier auch so den Volltext lesen. Und wir können auch, wenn wir Zotero installiert haben, das gleich übernehmen und es in unsere Literaturdatenbank übernehmen. Wenn Sie sich für Zotero interessieren sollten, ich habe dazu auch ein Erklärvideo in meinem YouTube-Kanal. Ich habe noch ein anderes Seminar zum Thema Diskriminierung und interessiere mich jetzt für Heteronormativität. Ich suche jetzt nochmals, kann das wieder mir mal anklicken und sehe, hier geht es also Maskulinität, hier queere Linguistik, Heteronormativität, das ist das Thema. Und auch hier mache ich das wieder, wie ich das eben gemacht habe. Ich interessiere mich nur für deutsche Texte. Und sehe hier von meiner geschätzten Kollegin Constanze Marx, die sich mit Diskriminierung in Online-Spielwelten beschäftigt hat. Die grüne Ampel heißt gebührenfreier Volltext, was natürlich ganz wunderbar ist. Wir klicken uns durch.
Und so und zack. Hier ist der Text. Ja, es geht also recht rasch, dass man sich erstens überhaupt mal ein Thema bibliografisch erschließen kann und dass man sich auch die PDFs direkt besorgen kann. Wir können hier jetzt unten nochmal schauen. Homophobia ist doch vielleicht auch ganz interessant, da nochmal zu suchen. Das ist eine letzte Sache, die ich gerne zeigen möchte, dass wir hier auch ganz gezielt es so machen können, als Schlagwort. Wir interessieren uns jetzt aber mal nur für englische Texte. Und wir können auch hier zum Beispiel noch den Dokumenttyp, mal nur Zeitschriftenartikel, von denen wir von ausgehen können, dass unsere Bibliothek die Lizenz möglicherweise hat und wir dann direkt uns das PDF ziehen können. Wir schauen mal. Und tatsächlich, was interessiert uns? Hier, Protecting the Figure of Innocence, Child Pornography Legislation and the Queerness of Childhood. Zum lizenzierten Volltext. Voilà. Hier können wir uns jetzt das PDF runterladen. Wir können über diese DOI es gleich in unsere Zotero-Datenbank übernehmen. Alles sehr einfach und mit wenigen Klicks erreichbar. Also nochmal zur Zusammenfassung. Einfach mal nach dem Schlagwort suchen, sich über die Klassifikation orientieren und überall, wo die Ampeln sind, ist das PDF verfügbar. Eine unschätzbare Ressource, wirklich unverzichtbar für wissenschaftliches Arbeiten in der Linguistik. Das wäre es von meiner Seite. Vielen Dank und tschüss.